Ja, hallo zusammen zu einer weiteren Runde Titan Quest, nachdem der Tekine echt geizig war. Das muss man mal so sagen. Ein bisschen goldenes Zeus und ich mal eben kurz verticken war, aber nur einmal meine Tasche dürfte jetzt schon wieder. Naja, eine ist zumindest recht gefüllt. Haben wir hier eine Quest. Hallo? Du hast ihn vernichtet. Ja, das kann man so sagen. Ich habe von meinem Versteck aus alles gesehen. Super. Es war erstaunlich. Ich kann noch immer nicht glauben, dass ein Sterblicher es geschafft hat, einen Telkine zu erledigen. Doch, doch. Leider gab es keine Möglichkeit, ihn davon abzuhalten, den Kanal zu zerstören. Jetzt sind wir von den Göttern abgeschnitten. Sie können unsere Schreie nicht hören und sie können uns nicht helfen, wenn wir sie am dringendsten brauchen. Mhm. Wenn es keinen Weg mehr gibt, die beiden Reiche zu verbinden, dann fürchte ich, dass die Menschheit der Monsterplage kaum etwas entgegensetzen kann. Also bin ich wieder der Dumme, bitte, ne? Bitte gehe nach Ägypten. Ist klar. Suche dort den Mann namens Imhotep. Er ist ein Weiser des Ordens des Prometheus. Mhm. Er weiß mehr über die Natur des Kanals als jeder andere Sterbliche. Er ist vielleicht unsere einzige Hoffnung. Mhm. Du findest ihn in der Stadt Rakotis. Nimm mein Schiff. Es ankert in der Nähe im Fluss. Na, du bist ja zu gnädig. Und es gab einmal Essenz von Hermes Sandale. Super. Das ist mal begeisternd. Mit 7500 Erfahrung on top. Irgendwie ruckelt es gerade ein bisschen. Hat jetzt zweimal hier so kleine Päuslein eingelegt. Warum auch immer. Landungssteg von Knossos. Bisher ist, ich weiß, dass dieser Bild wahrscheinlich den einen oder anderen sehr langweilig erscheint bis dato, weil im Grundsatz. Ja, wir stehen vorne an und versuchen alles wegzuprügeln, was wegzuprügeln geht, und das war's. So, ja, aber bis, also ich sag mal so, mir gefällt vor allen Dingen auch die Überlebensfähigkeit. So, dann mal dein Schiff nehmen hier. Ja, ist mal der Plan. So, Rakotis, Gesundheit. Da sind wir auf nach Ägypten, oder wie heißt das so schön? Aha, man läuft an dir vorbei und die Quest wird aktualisiert. Was hast du uns denn zu sagen, lieber Imhotep? Sei gegrüßt, Reisender. Mhm. Ich bin Imhotep. Gratulation. Der ehrenwerte Phaedrus hat deine Taten gelobt und mich von deiner Ankunft unterrichtet. Super. Selbst die Helden in den Legenden hätten in einem Telkine vielleicht ihren Meister gefunden. Und doch feierst du einen Triumph, wo andere versagt hätten. Und ich bin auch stolz auf mich. Griechenland ist nicht das einzige Land, das von Monstern und anderen unnatürlichen Kreaturen geplagt wird. In Ägypten herrscht ebenfalls das Chaos. War ja nicht Der anders Pharao zu erwarten, oder? Ist aus dem Palast geflohen und versteckt sich nun. Nicht einmal ganze Heere können die Monster aufhalten. Ohne die Götter stehen wir auf verlorenem Posten. Und was mache ich dann hier? Tod und Sklaverei sind unsere Zukunft. Ich kenne einen Weg, wie wir das göttliche Reich kontaktieren können. Und das, obwohl der Kanal zerstört wurde. Es gibt eine alte Beschwörungszeremonie, mit der wir vielleicht die Götter rufen können. Du musst zur großen Bibliothek von Rakotis gehen und die Schriftrolle der Beschwörung finden. Ich kann dich dabei nicht unterstützen, denn ich bin kein Krieger. Na super, ich habe war dringende ja wieder klar. Geschäfte in Saïs zu erledigen. Joa. Sobald du die Schriftrolle hast, musst du sie mir dorthin bringen. Ich werde im Tempel des Ptah sein. Alle unsere Hoffnungen ruhen nun auf Und das dir. Nennt man, glaube ich, Druck machen. Okay, wir gucken mal, ob ich Queste vergessen habe in Akt 1. Du hast ihn vernichtet. Ach, lass mich in Ruhe. Ich habe von meinem Versteck aus alles gesehen. Es war erstaunlich. Was ist denn hiermit? Ich kann noch immer nicht glauben, dass ein Sterblicher es geschafft hat, einen Telkine zu erledigen. Leider gab es keine Möglichkeit, ihn davon abzuhalten, den Kanal zu zerstören. Jetzt sind wir von den Göttern abgeschnitten. Sie können unsere Schreie nicht hören und sie können uns nicht helfen, wenn wir sie am dringendsten brauchen. Aha. Wenn es keinen Weg mehr gibt, die beiden Reiche zu verbinden, dann fürchte am ich, Strand dass die Menschheit der, der Monsterplage kaum etwas und entgegensetzen wo soll die bitte kann. Schön sein? Bitte gehe nach Ägypten. Und was Suche ist, dort den Mann namens hier? Imhotep. Er ist ein Weiser des Ordens des Prometheus. Ja, er weiß mehr über die Natur des Kanals hören. Als kann jeder andere Sterbliche. Danke. So, jetzt aber nochmal. Da sind doch noch Queste. Akt 1.
Nebenaufgaben. Also in Halkion, da soll das irgendwo an den Strand und hier... Okay. Okay, also Leute, die lasse ich jetzt nicht liegen, die beiden Queste. Das machen wir mal nicht. Das würde ich doof finden. Jo, möchte ich. Halkion und was war das andere jetzt? Das werden wir sehen. Ist ja nicht das Thema. Wir haben ja die Möglichkeit, uns ein Portal aufzumachen. Ich möchte zumindest die beiden Questen auch erledigen. Was weiß ich, wo das gewesen ist. War das? Moment nochmal. Queste. Aus Megara. Mhm. Dann will ich mal eben nach Megara am besten. Hallo? Hallo. Megara. So, und jetzt irgendwo, wo ist denn der Strand von Halkion? Tendenziell doch hier irgendwo. Ach Jungs, echt jetzt nicht. Ach, du bist auch ein ganz mutiger, ne? Küste, also so viel Strand gibt es hier eigentlich nicht. Als dass ich das übersehen könnte. So, hier greif mal das Ding an. Du nicht, weil du bist ein Fernkämpfer. Aber wenn ich jetzt die Kisten... Ich hätte doch die Kisten hier gefunden. Ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass ich die Kisten hier gefunden hätte, wenn sie hier wären. Ach, mal wieder ein paar Schildis. Hatten wir ja schon lange nicht mehr. Da fällt mir noch was anderes auf. Danke. So, Schnauze. Das nehmen wir mit. Ist das denn hier der Strand von Halkion? Das ist die große Frage. Und dann hatte ich ja einmal in einem der Videos, die letzte Woche liefen, auch eine Höhle übersehen. Da wird wahrscheinlich die andere Quest sein. Hier finde ich keine Kisten. Ja, Schnauze. Dann muss ich das gleich mal im Googeln. Hab auch keine Lust mehr jetzt hier. Ich gehe einmal den Strand entlang. Und entweder finde ich hier eine Kiste oder nicht. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Ich weiß, ihr könnt das. Ihr seid toll. Ja, ja. Yeah.
Ja. Da war es auch nicht. Du kannst auch mal aufhören. Ich glaube nicht, dass es hier war. Ich weiß es nicht. So, hier ist nämlich auch mal genau nichts. Ich glaube nicht, dass ich hier fündig werde irgendwie. Das ist so mein Gefühl. Ach ja. So, dann vielleicht noch Maximum hier irgendwo. Hallo Jungs. Einmal schön das Schild ins Gesicht gezogen. Das war nix. So. Genau nicht, würde ich sagen. Ach, da haben wir nochmal Gold liegen lassen. Das machen wir jetzt auch nicht. Okay, ihr Lieben, ich unterbreche mal die Aufnahme und schaue mal eben nach, ob ich das jetzt, habe ich jetzt keine Lust, zu lange zu suchen. Und bin gleich wieder bei euch. So, ihr Lieben, da bin ich kurz wieder. Und zwar, um euch eben zu zeigen, wo die Quest ist. Und zwar ist die eine ganze Ecke weiter. Und zwar muss man da von Meagra aus wieder in die Richtung gehen, aus der wir gekommen sind. Da muss man dann leider Gottes auch nochmal den Dicken erledigen. Was heißt leider Gottes? Der ist dann, wenn ihr dann erstmal soweit seid, auch unproblematisch. Ach komm, hör auf und nerv mich nicht, echt nicht. Ich sag dir, nerv mich nicht. Ist doch nicht so schwierig, oder? So, was haben wir hier? Nehmen wir alles. Dein Gepäck ja, ist, dein Gepäck ist okay, voll. Drauf geschissen. Ist eh nur Zeug, das wir verticken können. Ja, genau. So. Da war nix. Ich dachte, das wäre hier irgendwo. Vielleicht liege ich auch falsch. Wir werden sehen. Jedenfalls ist das die Halion-Küste, wo wir hin sollten. Hier fällt gerade was auf. Die drei bitte. Danke. So, Nebenaufgabe erledigt. Das ist doch schick. Haben wir das auch? Was auch immer. Bla. Ich bin eh vollgepackt. Das nehmen wir natürlich alles. Wie sieht es aus mit den Perlen? Die können wir auch noch an uns nehmen. So, und ich glaube, viel mehr ist hier auch nicht zu wollen. Den Schleifenring vielleicht noch. Den auch nochmal. Den auch nochmal. Jo, so. Dann würde ich mal sagen, wo war denn jetzt hier das nächste Portal? Ich glaube, das Beste ist zurückzugehen. Ich habe nämlich keine Lust, mich wieder komplett mit allen rumzuschlagen. Dann gehe ich wieder zurück, weil dann muss ich mich mal eben zum Panas porten. Ich vermute zu wissen, wo die andere Quest ist. Alles klar, bis gleich. So, ihr Lieben, da bin ich wieder. Und zwar die Nebenquest, die trauernde Witwe, um diesen Wildschweinmenschen zu töten. Das war in dem Gebiet hinter der... Ach komm. Hinter der... Hör mal auf hier. Hinter Delphi bei den Panas-Höhlen. Ach, du willst mich nerven? Du willst mich nerven, offensichtlich. Macht Spaß? So, Schnauze. War bei den Panas-Höhlen hinter Delphi und hier irgendwo muss die Wildschweinsau auch rumlaufen neben sich anderen Spinnen. Ganz ehrlich, ich hatte jetzt keine Lust, euch da jetzt ganz mitzunehmen. Das ist ja auch völlig sinnbefreit.
Also von daher nur eben kurz zeigen, wo die Quest war. Habe ich jetzt eigentlich... Nee, die will ich haben. Irgendwo hier muss der Vogel sein. Glaube ich zumindest. Das ist hier auch alles eher so lame. Ja, ist ja gut, du bist der Beste. Das wissen wir doch. Ich weiß nicht, warum ich hier nicht ganz hingegangen bin. Kann ich euch gar nicht so genau sagen. Manchmal sind die Dinge, wie sie sind. Der muss sich hier irgendwo aufhalten, der Penner. Dann haben wir nämlich den ersten Akt completely abgeschlossen. Und ach Mensch, Leute, ihr geht mir echt auf den Senkel. Da sind noch mehr Spinnen. Hier irgendwo muss der Penner sich trotzdem aufhalten. Bin ich mir relativ sicher, das ist die einzige Höhle, wenn ich das richtig weiß. Aufnehmen kann ich eh nichts mehr. Wo ist denn der Kerl jetzt? Hallo? Ja, ja, ist ja gut. Ist ja in Ordnung. Ist der Kerl doch nicht hier? Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie hier sein sollte. Ach, falsche Taste. Oder auch nicht. Ist er doch nicht hier? Ich bin mir ziemlich sicher, dass er hier ist. Das Gold nehmen wir mit. Ja, ich weiß, ihr könnt das. Ist ja ganz toll. Das ist eigentlich die einzige, das sind eigentlich die einzelnen Höhlen, die ich erkenne. Ich muss gleich nochmal auf die Map gucken. Ist gut. So, Map. Da oben vielleicht noch. Ich weiß es gerade gar nicht so genau. Ja, da ist er ja. Guten Tag, der Herr. Dürfte jetzt auch nicht so schwierig werden. Jupp, sag ich doch. Bla. Gucken wir hier einfach nochmal, ob da noch irgendwas Besonderes drin ist. Den Ring können wir vielleicht noch einsacken. Ruhe nehmen wir. Nehmen wir auch alles. Den Ring können wir vielleicht auch noch mitnehmen. So, dann hätten wir das auch erledigt. Dann, ja, haben wir die Quest dann auch. Nein. Das will ich auf keinen Fall. Ach, Jungs und Mädels, echt nicht. Macht Spaß. Offensichtlich macht es ihnen Spaß. Weil sonst würden sie jetzt nicht alle so doof waren. Was ist das? Oh. Dein Gepäck ist voll. Das sollten wir vielleicht mitnehmen. Oder habe ich das eben falsch gesehen? Und das packe ich erstmal ein. Dafür kann sowas hier mal gehen. Sieht erstmal. Noch mehr kannst du nicht tragen. Was ist denn das? Sieht aus wie eine Rüstung. Ja, 35 Rüstung, bla. Obwohl, Geld bringt Geld. So, wusste ich doch, dass es eine Rüstung ist. Da ist noch eine Truhe. Naja, wie gesagt, dann haben wir die Quest hier alle durch. Was ja auch was Positives ist. Haben wir den Akt 1 wirklich endgültig abgeschlossen. Ich marschiere jetzt mal eben kurz zurück. Ja, ist gut. Du willst es auch. Na, marschiere ich mal eben kurz zurück. Ich blende mich wieder aus und melde mich, wenn ich gleich wieder in Ägypten angekommen bin. Wieder. Bis gleich dann. So, ihr Lieben, ja, jetzt habe ich da oben in die Einblendung reingequatscht. Dann ist das auch so. Wir sind wieder in Rakotis. Wir gucken gleich mal hier. Reisender, ganz komm wichtig. Und schau dir meine Waren an. Ja, super. Ein Wurfmesser brauchen wir gar nicht. Brauchen wir auch nicht. Begleiter haben wir nicht und werden wir auch nie haben. Nö. Die können wir auch gleich verticken. Weil man muss unterscheiden, die grünen kannst du wenigstens noch hochrüsten.
Bei dem blauen geht das offensichtlich nicht, dass ich da irgendwas reinschraube. Von daher kann grün da durchaus interessant sein. Ja, nee. Nein. Nicht so schlecht eigentlich. Und da habe ich eh nur plus 6 geschickt. Nein! Quark mit Soße. Die möchte ich wieder haben. Dann möchte ich dafür die einbauen. So, 44 Rüstung ist uninteressant. Eine Keule ist eh uninteressant. Und der mildernde Schleier des Tekkin ist auch irrelevant. So, damit haben wir vertickt. So, das war das. Lebe wohl! Ja, genau, du mich auch. So, dann können wir ja nochmal, was ist hier? Du bist auch einfach ein Magier. Es war Euklid, achso, ja. Der die arkanische Formel fand. Und wenn du mir hier das Ding ausbastelst, was hältst du davon? Was kostet mich das? Ach, 50, das kann man machen. Wir möchten das Relikt zurückgewinnen. Jupp, mach das. Danke. So, und dann geht der hier gleich nämlich rein. Jupp. So. Das war das. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Du sagst es. Da ist unser Karawanenvogel. Da ist der Magiervogel. Da ist das Portal. Genau, und der kann unsere Punkte zurücksetzen, was ich hier nicht brauche. Was hast du uns so schön erzählt? Im Reich der Götter sind die Dinge für immer so, wie sie sind. Ist das so, ja? Wenn der Tag zu Ende geht, steigt Atum-Ra, Gott der Sonne, vom Himmel herunter. Wenn du das sagst. Im Boot von Ma'at muss er dann durch die schlammigen Wasser der Nacht fahren. Okay. Ohne Boot würde er im dunklen Wasser ausgelöscht. Und dort lauert Apep, die Riesenschlange von Anbeginn der Zeit. Na dann. Während Ra passiert, springt Apep hervor und versucht, den Sonnengott mit seinem riesigen Gebiss zu verschlingen. Ziemlich mythisch, das Ganze. Aber glücklicherweise ist Ra stark und in seinem Boot fährt ein Heer aus Göttern, die mit der Monsterschlange kämpfen, sie verdrängen und sicherstellen, dass die Sonne wieder aufgeht, wenn ein neuer Tag ist. Ah ja, ziemlich anstrengender Job, würde ich sagen. Es ist wahr. So mancher sagt, dass Apep unter die Welt geworfen wurde und zur Hälfte unter einem Berg gefangen Warum? Ist. Man sagt, wenn er jemals befreit wird, dann wird das, das ist auch eh schon. Wahr. Okay, so du hast noch nicht mehr zu erzählen. Der liebe, na, sagt schon. Was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich gerade irgendwie den Faden verloren. Was hast du uns zu sagen? Der liebe Magic Man hat erzählt, dass die Leute viel zu erzählen haben. Also sind sie überall. Aber so schlimm wie hier kann es nicht sein. Das ist nicht möglich. Erst waren die Monster in der Wüste, dann auf den Straßen und in den Dörfern. Mhm. Es ist schrecklich, sagten wir. Und jetzt? Jetzt laufen sie durch unsere Städte. Sie schänden unsere Tempel. Na dann. So war es aber auch. Wo ist das Heer des Pharao? Keine Ahnung. Ich bin irgendwie auch ein Heer. Manche sagen, die Monster seien Kinder von Seth, dem Feind. Ich habe mein Zuhause. Ja gut, ist okay. So viel tolle Sachen hast du auch nicht zu erzählen. Aber ich werde mal ab und zu mal ein bisschen schauen, ob ich hier vielleicht den einen oder anderen anquatschen kann. Hier wäre jetzt nichts mehr. Okay, Lieben. Das soll es für diese Folge gewesen. Ein bisschen zusammengeschnitten. Akt 1 abgeschlossen. Weiter geht's in Akt 2. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.